MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem, ja richtig, weiteren Pack-Opening und letzte Folge hatten wir 89er Spieler dabei. Es war leider keine hier aus dem Ding. Wenn es ein 89er gewesen wäre, hätte echt Bale sein können, ne? Schade, dass es nur Van Persie war. Aber Bale wäre halt auch mega stark. Naja gut, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht wird das ja was mit dem. Und da machen wir einfach jetzt mal ein paar Packs auf. So, machen wir das erste Pack auf. Zack, die Bohne. Bam! David Alaba. Mal gucken, ob der uns da ein bisschen Glück beschert. David! Was? Ach, hier schon wieder Fuka. Wie auch immer er heißt. Ja, diesmal nehme ich dich nicht mit. Ja, ist so ein schönes rotes Trikot, warum nicht? Fuaku Putu. Ja, okay. Der ist ein super Spieler. Echt richtig gut. Okay, das ist natürlich alles sehr toll. Ja. Wenn ihr vielleicht selbst, habe ich das schon gesagt, weiß ich gar nicht, weil ich eben gerade angerufen wurde, das zusammenschneiden muss. Falls ihr selbst mal so ein Pack-Opening machen wollt, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA und ja, da könnt ihr euch günstig Coins besorgen. Und damit unterstützt ihr uns auch noch zusätzlich. Und dadurch ermöglicht ihr es auch, dass wir für euch sozusagen hier auch so kleine Pack-Openings machen können, dass ihr hier so ein bisschen sowas zu sehen bekommt. Also von daher, versucht uns zu unterstützen, wenn ihr möchtet. Ansonsten halt, lasst einen Daumen einfach nur da. Ist ja auch okay. So, Mikkel. Nee, da ist nichts dabei. Easy nix. Ihre Devise. Park des Prinzes. Aha. Wahrscheinlich ist das Französisch. Parc des Princes. Prince? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Pack auf. Mit Messi drauf. Also ich glaube, wir werden niemals Messi ziehen. Nie im Leben werden wir jemals Messi ziehen. Kakao. Den behalten wir mal. Ich glaube, ich werde niemals in den Genuss kommen, Lionel Messi zu ziehen. Das wäre schon echt so mega heftig. Stell dich mal vor, in so einem Pack-Opening ziehst du Messi. Ja, dann drehst du ja durch. Dann drehst du ja komplett am Rad. Und wenn der auch noch in Form wäre und so ein Kram, ne? Naja. Aber das passiert natürlich eher selten. Ne? Von daher. Komm schon. Boom. Ja. Ein Torwart. Jo. Fangen wir mal einen Verein. Französischer Silbertorwart. Und der Rest kann weg. Also diese Folge hier, ne? Wir machen nochmal ein Silberpack auf, weil es einfach cool ist. Wir versuchen das heute mal zu überbieten. Vielleicht klappt das ja. Wahrscheinlich nicht, die Spielerstärke aus dem letzten Dings zu überbieten. Letztes Mal hatten wir einen 89er, heute haben wir einen 73er. Ist der was wert? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, nehmen wir mit. Leider, leider, leider. Aber vielleicht hilft das ja so ein bisschen. Machen wir wieder ein Goldpack auf. Lionel Messi, der bietet sich ja so oft an. Ich weiß nicht warum. Wir ständig Messi auf dem Pack haben. Aber da kommt nie was Gutes raus, ne? Cristiano Ronaldo! Nee. Nee. Überhaupt nicht. Also ganz weit entfernt davon. Transferliste meinetwegen. Sterling auch. Den Rest weg. Ach, Freunde der Sonne, das ist echt. David! José Reina. Nee. Ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Packen wir in den Club. Ich verliere echt hier die Hoffnung, dass wir jemals noch was richtig krass Geiles da aus den Packs rausbekommen. Machen zwar schon sehr viel auf, aber irgendwie
mag das Spiel uns nicht. Es mag uns nicht. Nein, das Spiel mag uns definitiv nicht. Es ist offensichtlich absolut gegen uns. So. Jetzt habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, heißt es, da kommt was richtig Schlechtes. Bam, 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 bam. Subotic. Nein. Ja, also lag ich ja gar nicht mal so falsch, ne? Ich habe ein gutes Gefühl und es, jetzt habe ich aber ein richtig gutes Gefühl. Jetzt, genau jetzt. Jetzt kribbelt es schon so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Jetzt hier nochmal Iron Robben. Xabi Alonso! Ja, 5K oder so. Mal gucken, also wir können schon bald ein spanisches Team aufmachen. 4K, wow! Also das hat sich richtig gelohnt. Natürlich, 85er Stärke. Ich hatte bei FIFA 13 den Xabi Alonso Team of the Year, meine ich. Der war schon nicht schlecht, der war schon nicht schlecht. Was, Xabi Alonso? Ich glaube schon. Der war schon echt sehr gut. Der war schon sehr gut. Aber ist halt sehr, sehr langsam, ne? Aber ja, vielleicht mache ich nochmal so ein BBVA BPL-Hybrid-Team. Piqué! Ja, jetzt kriegen wir bald hier das Liga-BBVA oder Liga-BBVA zusammen. Backbone auch noch, okay. Benatia, warum nicht? Nehmen wir auch. Artist, ja. Und noch 1000 Münzen. Wow. Also richtig stark. So, nächster. Vidic ist das, oder? Ich hab keine Ahnung. Sieht so aus für mich. Ah, Gibson, schade. Ich dachte, es steigt sich jetzt so nach und nach. 85, 86. Jetzt hätte ein 87er kommen müssen. Aber leider nicht hier in diesem Spiel. So einfach ist es dann doch nicht. So, nächstes Pack. Boom! Jetzt kommt ein 87er. Ne. Ein 78er. Genau andersrum. Verdammt. Okay, Objekt einlösen. Ja, da können wir ganz kurz weg. Okay, wir machen noch zwei Packs auf. Drei Packs machen wir noch auf. Drei Stück. Mit ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück. Kommt hier noch was Gutes. Boom! Ashley Young. Hatten wir schon, oder? Heilung nehmen wir mit und Guardian. Young können wir ruhig mal auf die Transferliste packen. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, vorletztes Pack. David Alaba. Der soll doch so viel Glück bringen, habe ich gehört. Aber das ist auch alles nur Einbildung, ne? Einbildung ist das total. Bam! Und, Nee. Nee, nicht wirklich gut. Nicht wirklich, ne? Gut. Last but not least. Drücken wir die Daumen. Glauben wir wieder, dass jetzt ein ganz guter kommt. Ein 87er Spieler diesmal. Ein 87er. 78. Schon wieder 78. Warum? Was willst du? Warum? Geh weg. Ja. Gut, dann war's das für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Macht's gut. Tschüss.